Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich alle zu dieser Online-Lesung im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich freue mich auf vier Schriftstellerinnen und ihre neuen Bücher, die wir Ihnen in dieser Session ein wenig vorstellen wollen. Aber noch viel mehr uns interessieren in dieser Online-Geschichte, in diesem Online-Meeting, vor allem die Geschichten hinter den Geschichten. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Seth Atlas. Hallo. Hallo. Christine Cazon ist heute bei uns aus Frankreich. Hallo, Frau Cazon. Hallo. Britt Landau ist ebenfalls mit von der Partie. Hallo, Frau Landau. Hallo. Und einen virtuellen Gruß an Stefanie Schuster. Hallo. Hallo. Hallo, Shelley. Ja, und selbstverständlich handelt es sich um ganz unterschiedliche Bücher, das ist klar, und Geschichten. Aber was sie alle möglicherweise gemeinsam haben, sind starke Frauenfiguren und die Frage, wie mit persönlichen Schicksalen umgegangen wird. Und los geht es jetzt mit Stefanie Schuster und ihrem Roman Die Wunderfrauen. Das wird eine Tetralogie, das ist der Auftakt zu diesen drei Teilen und katapultiert uns in eine sehr besondere Zeit ins Deutschland der 50er Jahre, Anfang der 50er Jahre, und das Ganze spielt in Starnberg in Bayern. Stefanie Schuster, der Zweite Weltkrieg, der steckt ihren Figuren selbstverständlich noch alle in den Knochen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise schimmert das eine oder andere Trauma immer wieder durch. Warum wollten Sie sich dieser Zeit widmen? Ja, mich hat diese Zeit besonders interessiert, weil es die Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern, Verwandten von mir und auch Freunden und Bekannten ist, einfach die unsere, also die Generation, die, was die durchgemacht hat, das hat mich einfach interessiert und ich finde das so spannend. Also diese Aufbruchszeit, ein völlig zerstörtes Deutschland, Schuldgefühle natürlich und die Auseinandersetzung, vier Frauen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Ja, die Wunden und Narben, die sind noch recht frisch, die schwingen immer im Hintergrund der Geschichten mit. Gleichzeitig ist es ja eine Zeit des Aufbruchs, des Neubeginns für ganz viele Menschen. Und das spiegelt sich auch in den Biografien der vier Frauen, die in ihrem Buch die Hauptrollen spielen. Da ist Luise Dahlmann, sie träumt von ihrem eigenen kleinen Lebensmittelgeschäft, wo es alles gibt, wahrscheinlich nach diesem Mangel, nach diesem Verlust heraus träumt sie eben von ganz vollen Regalen. Und dann gibt es Annabelle von Thaler, das ist eine wohlhabende Arztgattin, die lebt nebenan. Dann lernen wir Helga Knaub kennen, die renitent gegen ein sehr konservatives Elternhaus rebelliert und ganz selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen will und nicht das brave Mädchen spielen möchte. Und dann ist da noch Marie Wagner, die aus Schlesien geflohen ist, Traumatisches hinter sich hat. Gab es denn tatsächlich auch reale Vorbilder für diese Frauenfiguren? Ja, also nicht eins zu eins, sondern es sind viele Facetten von, also zum Beispiel für die Schlesierin, für die Marie Wagner, da ist das Vorbild mein Vater, der auch aus Schlesien kommt, genau aus dem Dorf. Und die Geschichte von seiner Familie, also meiner Familie ist es ja dann, die habe ich da eingearbeitet. Andere, bei den anderen Figuren genauso. Also ich habe auch die älteste Bürgerin von Pöcking, ich wohne in Pöcking am Starnberger See, befragt. Und jeder hat so ein paar Facetten dazu beigesteuert für die Geschichten. Also es ist, ich würde sagen, 80% wahr, was da passiert. Es finden sich auch Fotos in Ihrem Buch und kleine Einschübe. Das fand ich besonders schön, die nochmal das Zeitkolorit sozusagen reflektieren und spiegeln oder vielmehr dokumentieren. Wir sehen einen kleinen Laden, ein kleines altes Schwarz-Weiß-Foto, den es offenbar auch tatsächlich gegeben hat. Aber auch Rezepte oder Haushaltsanweisungen oder wie man mit einem Neugeborenen umzugehen hat. Was sind denn das für Einschübe? Ja, also das Vorbild für den Laden selber ist, das ist meine Lektorin, die Carla Grosch vom S. Fischer Verlag. Ihre Großeltern hatten so einen kleinen Laden und sie hatte auch die Idee zu dieser Trilogie und hat dafür eine Autorin gesucht und das war dann ich. Und so haben wir ganz eng am Anfang zusammengearbeitet und haben Ideen ausgetauscht
Und dieses Rezeptbuch, also das ist eigentlich das Notizbuch von Luise, das ist mir eingefallen, weil ich selber ja als Autorin immer ein Notizbuch habe. Da habe ich mir gedacht, die Luise, die muss ja das verarbeiten, wenn sie da, was sie alles im Laden hört. Ihr Lebensmotto ist nämlich hören und überhören im Laden. Und also man muss den Kunden schon zuhören, aber man muss zugleich auch wieder überhören, weil man darf ja nicht tratschen. Und damit sie das verarbeitet und nicht dann nach Feierabend noch mitnimmt, schreibt sie die Kundengeschichten auf. Und da sind natürlich ganz schön skurrile Sachen dann dabei. Skurrile Sachen zum einen, aber natürlich auch ganz viele Geschichten und Geschichte. Manchmal sind es auch nur Andeutungen, die auf die Schicksale der Frauen schließen, Halbsätze, die über Tod Aufschluss geben, über Vertreibung, Verlust, Hunger. Aber auch das Träumen und das Hoffen spielt eine ganz wichtige Rolle. Und es wird ziemlich viel getanzt in Ihrem Buch, ist mir aufgefallen. Also die Lebensfreude, nach der man sich so lange gesehnt hat, die spielt auch eine wichtige Rolle, das pralle Leben. Und wir lernen auch tatsächlich jetzt mal in einer kleinen Lesung eine der Frauen kennen, nämlich Helga, wie sie ihrem Traummann begegnet. Ja, gerne. Nahe der Bühne war Helga eine Gruppe Soldaten aufgefallen. Die GIs trugen Uniformen, hatten sie aber zum Teil aufgeknöpft, die Ärmel hochgekrempelt und ihre Kappen abgesetzt. Sie klatschten und lachten, schienen die bayerische Band anzufeuern. Ein Soldat fiel ihr besonders auf. Erst schnippte er mit den Fingern, dann zupfte er an einer unsichtbaren Gitarre und bog sich nach hinten wie einer dieser begnadeten amerikanischen Musiker, die Helga von Schallplattenhüllen kannte. Der musste es sein, beschloss sie. Zügig durchquerte sie den Saal an den Tischen vorbei und trat vor ihn hin. Eigentlich hatte sie ihn auf Deutsch zum Tanzen auffordern wollen, aber das Pfeifen und Johlen seiner Kameraden, als sie sich an ihnen vorbeidrängte, brachte sie durcheinander. Sie besann sich, klaubte ihre Englischkenntnisse zusammen und rief lauter als beabsichtigt: "Would you ask me for a dance?" Es kribbelte, als seine Finger ihre Taille umfassten. Er schien einen ganz eigenen Rhythmus zu haben. Und bald schwebte Helga über den Tanzboden. Der nächste Hit begann mit einem grellen Trompetensolo, das jede Unterhaltung unterband. Aber sie mussten nicht sprechen, jedenfalls nicht mit Worten. Der Soldat grinste sie an, zog die Augenbrauen hoch, wenn ein schiefer Ton erklang, zwinkerte oder spitzte den Mund. Helga lachte und spürte, wie alle Anspannung von ihr abfiel. Herrlich! Sie war in ihrem Element. Gehen Sie weg, Sie sind mir viel zu keck, trällerte die Sängerin. Gehen Sie weg, es hat ja keinen Zweck. Der Trompeter hatte sein Instrument zur Seite gelegt, beugte sich zum Mikrofon vor und brummte: Und das sagt Gretchen und mein Mädchen, geht ein Mann mit viel Schwung einmal dran. Stefanie Schuster mit einem Ausschnitt aus Die Wunderfrauen, neu erschienen. Ein Panorama Anfang der 50er Jahre im Süden Deutschlands. Vier Frauenfiguren, alle mit ihren Schicksalen. Der Zweite Weltkrieg im Schatten. Ja, und gleichzeitig, das haben Sie schon gesagt, Stefanie Schuster, war das ja auch eine Zeit, die geprägt war von dem Wunsch nach Neubeginn. Der spiegelt sich auch in den Frauenbeginn, die ein anderes Rollenverständnis auch haben vom Frausein, vom Weiblichkeit. Geht auch sehr viel um die Mode damals und dass man sich neu kleidet, anders kleidet und diese Biederkeit auch und diese Strenge aus der Nazizeit abwirft. Was war denn das genau für ein Frauenbild, nach dem sich viele da gesehnt haben? Ja, vor allem ein freies Frauenbild. Die wichtigste Frage in den 50er Jahren für die Frau der damaligen Zeit war nämlich, was koche ich heute und was ziehe ich an? Also es gab sonst nichts anderes zu tun. Und natürlich ging es da hauptsächlich um den Ehemann, weil als alleinstehende Frau galt man schon mal gar nichts. Man hatte auch nicht mal ein Recht. Also ganz besonders tragisch, es kommt jetzt auch im Roman vor, ist es, wenn man Alleinerziehende ist, dann hat man nicht mal das Recht aufs Kind. Dann hat der Staat die Vormundschaft übernommen, beziehungsweise bestimmt, was mit dem Kind passiert.
Und ja, also das, also die 50er Jahre waren einfach von dem geprägt, es ging, drehte sich alles um einen Ehemann zu kriegen und den möglichst dann auch zu halten mit besonderen Kochkünsten und Mode. Aber die Frauen, die haben natürlich, die wollten das verändern und ja, die schaffen das auch nach und nach. Dann geht es ja dann auch bald in die 60er Jahre, wo es dann wirklich, wo die Männer Angst hatten vor diesen emanzipierten Frauen. Mal zu dieser Zeit, Anfang der 50er Jahre, Männer natürlich auch noch rar waren, denn viele waren im Krieg, Krallen kamen nicht wieder. Und für dieses neue Rollenverständnis vom Frausein erhalten ihre Frauen im Buch auch eine Menge Gegenwind. Die Ewiggestrigen, die finden sie natürlich auch in der Geschichte. Menschen, die noch der Nazi-Ideologie anhängen. Wie haben Sie es für sich selbst geschafft, es sich hier nicht so einfach zu machen, sage ich mal, heißt auch die damaligen Debatten mit aufzunehmen? Also der Wunsch nach Verdrängung, gleichzeitig die Verklärung der Nazi-Zeit auf der einen Seite und eben die Lehren aus der Zeit und die eigene Schuld zum Thema zu machen. Wie haben Sie sich da angenähert? Ich habe mich, also ich liebe die Geschichte sowieso. Also diese, ich setze mich seit Jugend an schon mit der Nazi-Zeit auseinander, also mit dem Widerstand und Sophie Scholl und so weiter. Das hat mich schon immer fasziniert und sehr interessiert und erschüttert. Und durch den Roman habe ich sehr viel über meine eigene Heimat jetzt herausgefunden. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es hier bei uns im Ort ein DP-Camp gab, also ein Camp für Heimatlose, für Displaced Persons, die, das sind hauptsächlich KZ-Häftlinge, die wenigen, die es noch gab, die überlebt haben, die wurden dort, wenn sie dann überlebt haben, aufgepäppelt. Und das sind die Sachen, das sind die Elemente, die musste ich unbedingt mit in den Roman reinbringen. Also die Luise, die spätere Ladenbesitzerin, die war vorher Köchin in so einem DP-Camp. Und ja, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Also so über diese Heimatgeschichte auch habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ganz toll, dass Sie das mit reingenommen haben, denn es ist eine Geschichte, die immer noch sehr unbekannt ist in Deutschland. Diese Geschichte der DP-Camps, von denen es ja einige gab. Und in dem Fall ist das Felderfing. Genau. Das haben Sie mit reingenommen. Jetzt, da Sie sich so intensiv mit der Zeit nach 45 nochmal anders durch den Blick dieser Frauen angenähert haben, Sie haben schon gesagt, Sie schauen nochmal anders auf Ihre eigene Heimat. Ja, erschüttert eigentlich, muss ich sagen, weil es ist so viel unter den Teppich gekehrt worden. Es ist auch jetzt, wenn man in die Archive geht, vieles sind ja auch sehr junge Leute jetzt Archivare und die arbeiten das jetzt auf und die Zeitzeugen sind ja zum größten Teil jetzt gestorben. Also man muss wirklich mit dem arbeiten, was es an Dokumenten noch gibt. Das ist sehr, finde ich sehr schlimm, dass man nicht in der Zeit das aufgearbeitet hat, sondern jetzt erst. Also das merkt man ja auch an den Romanen, dass jetzt interessieren sich wirklich die Leser für die Zeit erst richtig. Also ich glaube, vor zehn Jahren oder so, wie ich so zum Schreiben angefangen habe, intensiv, da hieß es Nazi-Zeit, das interessiert keinen. Also zumindest. Und jetzt haben sie sich nochmal aus einer anderen Perspektive heraus dieser Zeit, aber eben auch der Zeit danach gewidmet und werden es auch weiterhin tun. Die Wunderfrauen ist der Auftakt zu einer Tetralogie, auf die wir uns sehr freuen. Ich danke Ihnen, Stefanie Schuster, für diesen Einblick. Die Wunderfrauen erschienen bei Fischer. Ja, und wir bleiben historisch, dafür gehen wir noch einmal einige Jahrzehnte zurück und vor allem nach Italien, Grit Landau. Die sardische Hochzeit bei Drömer Knauer erschien. Ja. Erst Marina Marina, nun die sardische Hochzeit, Grit Landau. Woher die Affinität zu Italien? Ach, ich muss kurz ausholen, ich bin ein Theaterkind. Das heißt, schon mein Vater war Künstler. Und auch mein Großvater hat schon fürs Theater gearbeitet. Das heißt, ich bin eigentlich mit der italienischen Oper groß geworden. Mein Vater war Regisseur und ja, meine Helden, die hießen halt Tristan und Isolde zum Beispiel, aber natürlich auch Tosca oder die Mimi aus La Bohème. Und ja, deshalb, das war für mich Italien, wir waren jedes Jahr dort und das ist für mich halt schon ein Herzensland.
Was ich allerdings auch besonders interessant fand, als ich mich jetzt schreibend dem Land widmete, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts für Italien, also was dort passiert ist, ist hochinteressant. Und je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr Geschichten gibt es. Und so kam es zu dem Buch. Ihr Romandebüt Marina Marina ist eine Familien- und Liebesgeschichte im Italien der 1960er Jahre. Und nun geht es Ihnen offenbar in Ihren Romanen nicht nur um gute Geschichten, sondern eben auch, wie Sie schon sagte, Geschichte als solches, was ja auch nicht weiter verwundert. Sie haben auch Geschichte unter anderem studiert. Die Bücher, die spielen in unterschiedlichen Jahrzehnten und immer erfahren wir eben auch einiges über die Historie. Es geht um Politik, um gesellschaftliche Verhältnisse. Wie hat denn diese Art des Schreibens für Sie begonnen? Woher das Interesse an anderen Epochen und wie arbeiten Sie sich da rein? Zumal es ja ein anderes Land ist. Auch da muss man wahrscheinlich nochmal anders recherchieren. Ja, wie soll ich das sagen? Ich liebe Recherche. Ich habe es schon immer geliebt zu recherchieren. Und das Schreiben von historischen Romanen gibt mir quasi die Freiheit, immer zu sagen, ja, ich muss dorthin reisen, ich muss auch in die und die Bibliothek und ich muss jetzt leider auch mit dem und dem Historiker ganz lange sprechen. Das ist so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen ein Geschichtsnerd. Also deshalb kann man sagen, dass das Schreiben ist das, was dabei herauskommt. Das ist aber eine super Ausrede, werde ich mir merken. Ich muss unbedingt dahin für die Recherche. Wunderbar. Ja, in diesem Fall. Ich kann sagen, Recherchereisen nach Italien sind auch wirklich nicht das Schlechteste. Ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt Schlimmeres. Und in diesem Fall geht es um das Jahr 1922. Wir lernen Leo Lanteri kennen, der im Streit mit einem Faschisten tötet und schnellstmöglich fliehen muss. Er muss einfach weg. Und so kommt er von Ligurien nach Sassari. Das ist eine Stadt auf Sardinien. Und Sardinien galt damals noch als ausgesprochen hinterwäldlerisch und archaisch. Aber dort, wie sollte es anders sein, verliebt sich Leo in eine Frau. Gioia, die bereits einem anderen versprochen ist und kurz vor dieser Hochzeit steht. Und genau diese Frau, diese Gioia, die lernen wir jetzt in einer Kurzlesung kennen. Gioia ist eine sehr gute Pianistin. Sie liebt das Musikmachen. Sie spielt auch insgeheim die Musik, die gerade ganz en vogue ist, nämlich Ragtime und Jazz und ein wenig verpönt, in manchen Kreisen zumindest. Und sie träumt eigentlich auch von einem ganz anderen Leben. Grit Landau mit Gioia. Oktober 1922, Codronzano, Provinz Sassari, Sardinien. Gioia Soriga glaubte nicht an Geister. Doch an Tagen wie diesen, wenn der Wind auf den Feldern schwieg und die Stimme in ihrem Innern wieder wisperte und drängte, dann spielte sie die Lieblingssonate ihrer verstorbenen Mutter und legte mit den glasklaren Harmonien von Domenico Scarlatti einen musikalischen Schutzspann um das Gutshaus. Es war noch nicht Abend und Gioia erwartete jede Minute, in die Eingangshalle gerufen zu werden. Sie würde dann so tun müssen, als träfe sie der Ruf völlig unvorbereitet. So verlangte es der Brauch. Gioia, komm schnell, da ist Besuch für dich. Wer ist es? Ich komme nicht. Du musst. Es ist dein Bräutigam, der dich fordert. Was, wenn ich nicht will? Du willst, mein Täubchen, du willst. So lautete der Wortwechsel. Diese jämmerliche Komödie, die sie und ihre Stiefmutter Ines aus Ock zu führen hatten, 10 Tage vor der Hochzeit. Und dann würde sie hinunter in die Halle gehen. Ihr Vater würde eine seiner mit Äs und Ös gespickten Reden halten und Gioia würde das Tuch aus der Hand ihres Verlobten Gavino nehmen. Willst du, Gioia, dieses Tuch annehmen, das meine Mutter voller Liebe mit ihren eigenen Händen für dich bestickt hat? Teresina Maras stünde bei diesen Worten hinter ihrem Sohn, vermutlich wie immer in rabenschwarzer Witwentracht. Und Gioia würde denken, was für eine Farce. Als ob die Herrin des wichtigsten Gestüts der Region überhaupt Zeit hätte, ein läppisches Tuch zu besticken.
als ob es im Leben einer Frau nichts Wichtigeres gäbe als Ehemänner und Hochzeiten. Als ob eine Frau keine Träume haben dürfe, Träume, in denen sie frei wäre und sich selbst gehöre und... Ach, doch laut würde sie etwas anderes sagen, nämlich, ja, ich nehme es. Genau so, wie es alle von ihr erwarteten. Und dann wäre es abgemacht, sie würde heiraten. Mochte die Stimme in Joyas Innern auch noch so sehr wispern und klagen. Denn was die Tradition verlangt, das muss man ihr geben. Und was Gott eint, darf der Mensch nicht trennen. Oder? Grit Landau, die sardische Hochzeit, ein kurzer Ausschnitt daraus. Wir merken schon auch hier eine starke Frauenfigur, die eigentlich sich etwas anderes vorstellt. Wir sind Anfang der 20er Jahre in Italien, noch dazu auf Sardinien. Und es deutete sich hier schon an, Sie erzählen eine Liebesgeschichte, eine, die nicht ganz ohne ist. Die Familie von Joya ist eine Familie von Pferdezüchtern. Was hat es mit dieser Familie, mit diesem Clan auf sich? Sardinien ist ein sehr traditionelles Land immer noch. Und vor 100 Jahren war diese Insel so rückständig, dass ja, es gab Bauern im Landesinneren, die sich bekreuzigt haben, wenn sie in die Eisenbahn gestiegen sind, weil sie so Angst hatten, dass die Geschwindigkeit ihnen nicht gut tut. Es gab dort ja, sehr viele alte Bräuche und sehr große Familien mit sehr strengen Regeln. Es gab ja auch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts auch ein riesiges Banditenwesen auf der Insel und sehr starken Ehrenkodex. Es ist darin gleich Sardinien ein bisschen dem noch etwas südlicheren Sizilien. Und ja, diese Clans, die haben sich halt auch öfter mal befehdet und haben Blutrache war ein Thema. Jahrhundertelang auf Sardinien. Und diese beiden Familien, die haben ihren Streit schon seit längerer Zeit beigelegt. Und jetzt fehlt eigentlich noch das, was oft bei Dynastien passiert, eine Hochzeit, die den etwas fragilen Frieden besiegeln soll. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht verraten an dieser Stelle. Was natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt in Ihrem Buch, ist das Aufkommen der Faschisten, Mussolini. Warum war Ihnen das so ein interessantes Thema? Und gibt es möglicherweise auch eine Art Botschaft, die Sie mit diesem Buch an Ihre Leserinnen und Leser mitgeben wollen? Ich bin in diese Zeit gesprungen. Es war der Herbst 1922. Das war genau die Zeit, in der Mussolini mit seiner faschistischen Bewegung auf Rom marschierte und die Macht an sich riss. Ich bin dort eher durch Zufall hineingeraten, da die sardische Hochzeit ein Vorgängerbuch für die Marina ist. Und ich erzähle quasi die Liebesgeschichte der Eltern. Ich sprang also 40 Jahre zurück. Und wo bin ich gelandet? Im Jahr 1922. Und dann habe ich recherchiert und es wurde alles immer interessanter. Und das, ja, das Erschreckende ist, die Parallelen zur Gegenwart in Deutschland wurden auch immer spürbarer. Ich habe jetzt auch bei den Lesungen gemerkt, dass in Deutschland wirklich gar nicht so bekannt ist, dass schon Anfang der 20er Jahre Italien ein faschistisches Land wurde. Also da waren die Italiener 10 Jahre schneller und dass dort schon genau das passiert ist, was in den 30er Jahren später in Deutschland also ähnlich passiert ist. So, ich fand es wahnsinnig interessant und auch sehr erschreckend, muss ich sagen. Also ich habe das Buch 2018 geschrieben und parallel dann entsprechende Nachrichten über das Aufkommen der rechtspopulistischen Parteien, natürlich in Europa, aber auch immer stärker in Deutschland. Ich fand es wirklich teilweise sehr gruselig, wenn man darüber schreibt, über etwas, was vor 100 Jahren passiert ist. Und man hört die gleichen Parolen, auch die Diskussionen, ob man sich denn nicht mit den Faschisten arrangieren könnte und so weiter und so fort. Ich habe auch einen wunderbaren Zeitzeugen gehabt. Ich habe hier auch in meiner Kladde einen Foto. Moment, da. So, kann man ihn sehen? Ja, da ist er. Das ist Emilio Lussu. Einer der bekanntesten Antikriegsautoren Italiens, der wird in Italien in der Schule gelesen, so wie bei uns Erich Maria Remarque.
und Luso Basarde und hat genau über diese Woche auf Sardinien einen Reportageroman geschrieben. Ich bin ihm immer noch sehr dankbar, dass er das getan hat. Er hat sehr minutiös und sehr bewegend genau über diese Woche geschrieben, wie die Bürgermeister, die Stadträte, die Honoratioren auf dieser Insel nach und nach umgekippt sind. Wie die Faschisten nach und nach auch die ganzen kommunalen Strukturen auf der Insel unterwandert haben. Und ja, das war eine unschätzbare Hilfe. Deshalb, Sardinien war in dem Moment quasi so das kleine Italien, woran man sehr schön an Einzelpersonen zeigen kann, was passiert. Ein Kokosmos also, den Sie von allen Seiten bespiegeln. Man denkt sich schon beim Lesen, oh, da steckt viel Recherche hinter. Und man kann auf Ihrer Homepage dann aber auch tatsächlich nochmal so ein bisschen entdecken, wie Sie vorgegangen sind. Man sieht Sie auch vor Ort auf Sardinien an manchen Orten. Ja. Läutern das Ganze ein wenig. Danke, Grit Landau. Die sardische Hochzeit erschien bei Drömer Knauer. Ja, und danke. Von Italien nun nach Frankreich und zu Christine Cazan. Bonjour, hallo Christine, ich grüße Sie noch einmal und frage Sie mal gleich, Frau Cazan, Italien hätte es auch für Sie werden können, erfahre ich aus Ihrem Buch Von hier bis ans Meer, wie ich in Südfrankreich das Glück suchte und mich selbst fand. Es ist bei Kiwi erschienen. Jetzt muss ich mal schauen, ob Sie da sind, liebe Christine. Ja. Also ich höre und sehe Sie, ja. Jetzt sehen wir Sie auch, das ist ganz wunderbar. Es wurde aber nicht Italien und das stellt sich auch ganz schnell in dem Buch raus. Warum wurde es Frankreich tatsächlich? Das hat sich ergeben. Also ich habe, ich glaube, es lag daran, dass ich einen französischen Freund hatte, der mich verlassen hat und ich letzten Endes mich eher an Frankreich orientiert. Also wenn ich ein Projekt in Italien gefunden hätte, wäre es vielleicht Italien geworden. Aber ich glaube, ich wollte eher nach Frankreich. Ich wollte die gleiche Luft atmen wie der junge Mann, der mich verlassen hatte. Und ich hatte einfach eine Affinität zu Frankreich, die stärker war als zu Italien. Ja. Jetzt fiktive Geschichten gehört, fiktive Frauen, starke Frauen, die alle sehr selbstbewusst und eigen mit Schicksalen zu kämpfen haben. Wir schalten jetzt quasi um in ganz persönliche Geschichten mit Ihnen, Christine Cazan. Das ist nämlich autobiografisch, was Sie uns erzählen in Ihrem Buch. Und bevor wir uns ein bisschen darüber unterhalten, hören wir einfach mal rein in das Kapitel, das dann nämlich lautet »Eine Entscheidung«. Das sind die Glücklichen, dachte ich, als ich in Nizza auf dem Kieselstrand saß, in die Sonne blinzelte und nebenan auf einer Terrasse eines Strandrestaurants elegant in weiß gekleidete Menschen in offensichtlicher Feierlaune Champagnergläser klirren ließen. Ich saß nur 10 Meter weiter, hatte denselben Blick auf das schmerzhaft schöne türkisblaue Mittelmeer, hörte die Möwen kreischen, spürte den leichten Wind, der nachmittags aufflaut, und genoss die schon warmen Strahlen der Frühlingssonne auf meinem Körper. Ich hatte mich entschieden, hier bleiben zu wollen. Nicht in Nizza, aber in Südfrankreich. In den Bergen, dort, wo ich bereits mehrere Monate auf einem kleinen Bauernhof verbracht hatte. Ich fühlte mich so wohl in meiner Abgeschiedenheit in den Bergen. Diese Ruhe, diese Ereignislosigkeit und das langsame Leben inmitten von Natur war Balsam für meine innerlich so gehetzte Seele. Ich wollte nicht zurück in die deutsche Großstadt. Ich wollte auch nicht in eine französische Stadt, obwohl mir Nizza wirklich zu jeder Jahreszeit wundervoll erschien, vor allem jetzt im Frühling, wo es in den Bergen noch einmal geschneit hatte und es hier schon so mild, so hell und grün war. Dazu diese großartige Architektur und natürlich die weite Bucht und dieses Blau des Meeres, das in mir eine Sehnsucht auslöste nach... Ja, nach was? Nach dem großen Glück. Warum war ich nicht glücklich? Ich wollte so sehr anders leben als in Deutschland. Frei sein, lockerer sein, unkomplizierter sein. Und das ganze letzte Jahr habe ich mich nicht wirklich frei und auch nicht locker oder unkompliziert gefühlt. Auch nicht wirklich glücklich.
Alles war nur sehr fremd und sehr anders. Aber es zog mich an und ich dachte, ich müsse nur noch ein bisschen mehr davon leben, um das Glück zu spüren. Zurück, da war ich sicher, zurück wollte ich auf keinen Fall. Von hier bis ans Meer, wie ich in Südfrankreich das Glück suchte und mich selbst fand. Wir erfahren dann, irgendwann gab es diesen Augenblick und sie ging auf einen Bauernhof im Hinterland von Nizza. Aber da schreiben Sie schon, das Leben auf dem Bauernhof in den französischen Alpen war ein Schock und wenn Sie gewusst hätten, was Sie erwartete, dann wären Sie nicht dorthin gegangen. Aber zurück nach Deutschland, das kam Ihnen dann doch nicht in den Sinn. Wäre das überhaupt eine Option gewesen? Naja, also nachdem ich dann schon ein Jahr auf diesem Bauernhof gewesen war, der sich dann zwar bei allem Schock, also es war halt sehr ärmlich, ich hatte ja so sehr idyllische Vorstellungen von einem Hof, also hatte keine, also es war halt ein sehr raues Leben. Aber nachdem ich ein Jahr dort verbracht hatte und vor allem so aufgenommen wurde und ich mich da fühlte in dieser Ruhe, in der Natur, da wollte ich nicht mehr zurück in die deutsche Großstadt. Also das war, der Anfang war ein Schock, ganz klar. Aber es hat mir auch gut getan da oben. Das war so ganz anders, ja. Über diese Zeit haben Sie auch ein Buch geschrieben, zwischen Bull und Bettenmachen. Mhm. Aber das war ja dann teilweise wirklich heftig. Sie mussten mehrere Schicksalsschläge erleben, den Tod Ihres Partners nach schwerer Krankheit zum Beispiel, große finanzielle Probleme, den Gerichtsvollzieher im Haus, Unwahrheiten kamen auch noch ans Licht und dann der ganz große Absturz. Aber Sie haben die Reißleine gezogen, Ihr Leben in die Hand genommen, einen Job in der Gemeinde geschmissen. Irgendwann wurden dann Übersetzerin, ich gehe mal im Schweinsgalopp so ein bisschen vor. Und haben natürlich auch einen neuen Mann irgendwann kennengelernt. Wie ging es dann los mit dem eigenen Schreiben? Na, das Schreiben hatte früher begonnen. Also das Schreiben hatte so begonnen, dass ich, als ich schon auf dem Bauernhof lebte, das war so ein anderes Leben von dem, was ich vorher hatte, das wollte ich unbedingt erzählen. Und ich habe Rundmails geschrieben an meine Freunde und an meine Familie zu Hause. Und eine Freundin sagte, daraus musst du mehr machen. Und dann gab es die ersten Blogs und dann habe ich einen Blog geschrieben. Und diese Geschichtchen, die ich da geschrieben habe, haben dann auch wieder so viel positive Rückmeldung bekommen, dass ich relativ bald gewagt hatte, diesen Blog der Zeitschrift Brigitte anzubieten. Also Brigitte hatte damals eine Online-Seite, brigitte.de, und da gab es Blogs von Frauen, die im Ausland lebten und die dort schrieben, wie eben ihr Leben im Ausland aussieht. Es gab damals keinen Blog aus Frankreich und es gab vor allem keinen, der über das Landleben geschrieben hat, also wo niemand über das Landleben geschrieben hat. Und dann habe ich den Blog dort angeboten und die haben ihn genommen. Das wurde ein Erfolg. Daraus wurde das erste Büchlein zwischen Buhl und Bettenmachen. Dann hat mich eine Redakteurin kontaktiert und hat gesagt, ich lese ihren Blog. Ich habe das Büchlein gelesen, ihr Stil gefällt mir. Wir suchen jemanden, der wöchentliche Kolumnen schreibt. Können Sie sich das vorstellen? Und dann habe ich kleine Textchen, eine Kolumne für 3,5 Jahre geschrieben. Und das war das erste Mal, dass ich fürs Schreiben bezahlt worden bin. Also da so ging eins zum anderen. Und das war ein ganz gutes Training, dieses wöchentliche Schreiben. Und immer eine bestimmte Punktzahl und Zeichenzahl. Und am Ende muss eine Pointe rauskommen. Und als ich nach Cannes gezogen war, hat der Verlag mich kontaktiert und hat gesagt, wir würden gerne eine Kriminalromanserie machen, die an der Côte d'Azur spielt, kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich auch ja gesagt und so kam es irgendwie. Kam es, wie eine erfolgreiche Autorin haben mit ihrer Krimiserie um Kommissar Leon Duval eine ganz große Leserschaft. Sie schreiben auch ganz unverblümt über die Kulturschocks, die Sie so im Laufe der Jahre erleben, auch immer wieder. Da dreht sich zum Beispiel vieles ums Essen. Das würde man gar nicht glauben, was es da für Tabus gibt oder für No's and Go's. Auch die Identität als Deutsche spielt eine Rolle, natürlicherweise, in Frankreich. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie darüber geschrieben haben, weil ich denke schon, dass das auch eine wichtige Auseinandersetzung ist, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit den anderen Büchern, die wir gehört haben. Der Erste Weltkrieg spielt eine Rolle in Ihrem Buch. Sie haben an einem besonderen Kunstprojekt mitgewirkt zum Tag des Krieges. Und auch im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg haben Sie sich sehr viel mit dem Deutschsein auseinandergesetzt. Was hat das Ihnen gebracht? Was haben Sie verstanden?
Na, also man kommt nicht umhin, ne? Wenn man als Deutsche im Ausland lebt und in Frankreich, man wird, ob man will oder nicht, zurückgeworfen auf sein Deutschsein. Sie haben den Ersten Weltkrieg erwähnt. Als ich in Frankreich wird der Erste Weltkrieg, der 11. November, am 11. November wird dem Ersten Weltkrieg gedacht. Und in meinem ersten Jahr wusste ich tatsächlich nicht, was am 11. November war, also für Frankreich zumindest. Und die Franzosen fanden das fast ungehörig, dass eine Deutsche nicht weiß, was am 11. November war. Also da wurde die Armistice, eine Waffenstillstandserklärung, unterschrieben und das war offiziell das Ende des Ersten Weltkriegs. Wusste ich nicht. Für mich war der Erste Weltkrieg weit weg. Und tatsächlich mit diesem Kunstprojekt, also mit diesem, eine kleine Armee gestrickt mit einer Künstlerin, die eben solche Stricksachen macht. Wir haben 5 Jahre, also 1 Jahr Vorbereitung und 4 Jahre dieses Projekt begleitet, das durch die Welt gereist ist. Das war sehr beeindruckend und hat mich sehr berührt, weil in diesem 1 Jahr Vorbereitung ich war fast die einzige Deutsche, die Französinnen so viel berichtet haben von Großvätern, von Großonkeln. Die hatten noch Briefe von Menschen, die überlebt haben oder eben auch nicht überlebt haben. Das war für mich zum ersten Mal, dass mir der Erste Weltkrieg wirklich nahe gekommen ist. Also es war berührend. Und der Zweite Weltkrieg auch. Also im Zweiten, der ist natürlich, trage ich an dem viel persönlich viel stärker, aber in jeder Komödie, in jeder Situation gibt es, also die Franzosen, die einzigen Worte, die alle Franzosen können, sind solche Sätze wie raus, raus, schneller, kommen Sie. Also all diese Sätze, die Nazis sagen, wenn sie Leute abholen und auf LKWs verladen oder in Züge stopfen. Und das wird oft so witzig gesagt, aber es kommt bei mir immer ganz komisch an, ja. Und es gibt ältere Franzosen, also meine Schwiegermutter, die ist letztes Jahr gestorben, aber hat immer noch mit einer großen Bitterkeit davon erzählt, wie wenig sie zu essen hatte während der Besetzung und auch nach dem Krieg. Jüdische Freunde meines Mannes haben Kontakt zu ihm abgebrochen, weil er sich mit einer Deutschen verheiratet hat. Also weil sie eben so tragische Geschichten erlebt haben mit uns, mit den Deutschen. Also ich kam nicht umhin, mich mit dem Deutschsein und unserer Geschichte auseinanderzusetzen, ja. Das ist natürlich nur ein Teil in diesem Buch. Es geht um weitaus mehr. Es geht wirklich, und da sind Sie, finde ich, sehr offen, sehr ehrlich mit uns, den Leserinnen und Lesern und sich selbst, dass Sie uns wirklich auch von großen Krisen berichten. Und es gibt aber trotzdem immer wieder diesen Drang, ein Credo in diesem Buch, nämlich das Leben geht weiter und Sie packen es eben an. Inzwischen haben Sie die doppelte Staatsbürgerschaft. Ganz grundsätzlich, Christine Cazan, ist es leichter, in der Fremde Neues zu wagen als in der ursprünglichen Heimat? Was glauben Sie? Also für mich war es leichter, ja. Ich denke, es ist grundsätzlich leichter, weil man eben unbeeinflusst ist. Also einerseits ist man... Es ist so fremd, dass es wie ein Neuanfang ist, dass es wirklich ein totaler Neuanfang ist. Und man ist eben nicht beeinflusst von seinem Umfeld, von der Familie, von Freunden, von Kollegen, von dem, was man heute Filterblase nennt. Die wollen, dass man so und so lebt oder man hat selbst Bilder im Kopf, wie man gerne leben möchte. Und ich glaube, in der Fremde, in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur, mit, ja, wie die Leute anders miteinander umgehen und man einen neuen Blick, offenen Blick hat, wenn man ihn hat. Also für mich war es leichter, was Neues anzufangen, ja. Neu auch mit mir selbst umzugehen und Neues zu wagen, ja. Vielen Dank an dieser Stelle, Christine Cazan, die für uns in Frankreich gerade vor dem Bücherregal sitzt. Ihr heißt hier bis ans Meer, ich in Südfrankreich das Glück suchte und mich selbst fand. Bei Kiwi ist es erschienen. Und Schicksalsschläge, ja, und das Leben außerhalb des Landes, in dem man aufgewachsen ist, wird uns auch in dem nächsten Buch begegnen. Eine sehr persönliche Geschichte legt Sid Atlas mit ihrem Buch Das Jahr ohne Worte vor, erschienen bei Rowohlt. Das ist deswegen eine so persönliche Geschichte, Sid, weil sie selbst
erlebt haben. Und das ist noch gar nicht so lange her. Sie schildern nämlich die Beziehung zu ihrem damaligen Partner. Das ist eine große Liebesgeschichte, die mit dem Tod Theos endet. Das wollen wir gleich vorne wegnehmen. Und das ist auch recht klar von Anfang an, wenn man dieses Buch liest. Er stirbt nämlich an den Folgen der Krankheit ALS. Das ist die Krankheit, an der auch Stephen Hawking litt. Sid, warum hatten Sie das Bedürfnis, über all dies ein Buch zu schreiben? Gab es einen konkreten Auslöser dafür? Ja, die Geschichte ist eine ziemlich große Geschichte. Und es war das erste Mal, dass ich überhaupt geschrieben habe. Ich habe noch nie geschrieben. Ich erzähle gerne beim Abendessen Freunde, aber ich habe noch nie geschrieben. Aber diese Geschichte war so groß und so bedeutend. Ich hatte das Gefühl, wenn es nicht raus, es musste raus, weil sonst wäre es in mir geblieben und hätte es mich aufgefressen und hätte meinen Optimismus, meine Hoffnung, meine Joy of Life aufgefressen. Und so war es bei dieser Auseinandersetzung, dass ich das fast wie ein archäologisches Ausgrabung das bearbeiten könnte. Das Buch ist gegliedert in 5 Teile. Es sind 5 Jahreszeiten. Warum? Naja, es ist eine... Man hat normalerweise 4 Jahre Zeit mit Liebe. Für diese Geschichte brauchte ich 5, sozusagen eine extra Runde. The Frühling ist, wir sind verliebt, wir sind die Erwählte, wir glauben, wir werden nicht wie alle anderen Partner, die Tanzunterricht nehmen müssen, weil wir keinen Sex mehr miteinander haben. Wir sind glücklich. Dann kommt es die Sommer. Und die Sommer hat er schon die Diagnose von ALS. Aber es gibt Hoffnung. Es ist wir zwei gegen die Krankheit. Wir sind auf die gleiche Seite. Wir sind auf die gleiche Team. Wir heiraten sogar 3-mal in dieser Zeit. Dann kommt Herbst, was auf Englisch heißt Fall. So die Auseinanderfallen, sein Körper, unsere Beziehung, unser Familienleben. Dann kam Winter, was hart und kalt ist. Und dann brauchte ich diese 5. Jahrzeit, damit ich sozusagen hier bin in alle Sinn des Wortes, und es geht um Verzeihung. Das ist eine unglaublich brutale, grausame Krankheit. Alle Krankheiten sind schrecklich und grausam, aber ALS, glaube ich, ist so das Schlimmste, was man, und das Schnellste vor allem, was fortschreitet in einem Körper. Es ist wirklich der Verfall eines Körpers. Innerhalb von 3 Jahren im Schnitt sterben die Menschen nach und nach, lassen alle Körperfunktionen nach. Also man kann förmlich zusehen, wie ein Mensch nicht mehr fähig ist, ja, selbstständig zu leben, muss beatmet werden und. Also es ist wirklich ganz schockierend, und Sie haben es gerade schon ein bisschen zusammengefasst, die Jahreszeiten, wie Sie also Ihr Kennenlernen beschreiben, die glücklichen Anfänge, das Verliebtsein, und Sie erzählen dann von der Geburt Ihres gemeinsamen Kindes, vom Familienleben, dem manchmal verrückten Alltag mit noch einem größeren Sohn aus einer vormaligen Verbindung und eben dem Schock, als die Krankheit diagnostiziert wird. Wie unterschiedlich sind Sie denn mit dieser Diagnose umgegangen, Sie und Ihr damaliger Mann? Naja, es war so, er war Hypochonder. Ich meine das im Ernst. So, ich würde nicht sagen, er hat tendiert Hypochonder, sondern sagen, er war Hypochonder. So bei unserem dritten Date hat er meinen Blutdruck gemessen. So war er. Sein Vater ist gestorben, und kurz danach hat er gesagt, ich kann nicht mehr sprechen. Und ich habe gesagt, was meinst du? Ich kann keine Worte in meinen Mund formen. Und ich dachte, eine psychologische Reaktion auf den Tod seines Vaters. Und ich habe gesehen, wie er im Spiegel guckte auf seine Zunge. Und ich dachte, was schaust du? Und dann habe ich in seinen Mund angeschaut, in meine Taschenlampe an meine iPhone. Und als ich seine Zunge gesehen habe, da wusste ich, irgendwas ist nicht in Ordnung. Es gab so Zuckung, so Faszination, so fast wie ein lebendiges Wesen. Und da googelte ich an der Nacht, und ich googelte, und egal was ich googelte, mit zitternder Zunge, man landete auf ALS. So dann googelte ich anders. So ich googelte zitternde Zunge, nicht ALS. Und dann irgendwann mal landet, dass es Stress ist, weil man landet immer beim Stress. Aber man wusste, dass irgendwas nicht normal ist. Und da hat dann haben wir diesen Termin bei der ALS-Klinik in Charité in Berlin gemacht. Mhm. Und als Leser fiebert man natürlich mit bei all diesen Untersuchungen, die Sie dann erstmal über sich ergehen lassen, beziehungsweise
Theo und irgendwann ist aber klar, sie probieren es dann noch mit alternativen Methoden. Also die Hoffnung, die ist unglaublich groß am Anfang. Wir schaffen das, wir überwinden das. Möglicherweise ist es doch ein Fehler und sie reisen tatsächlich um die Welt, um vielleicht auch noch eine Alternativmeinung zu hören. Aber irgendwann ist klar, nein, es ist ALS und dann geht das auch ziemlich schnell. Das Jahr ohne Worte, so heißt es nicht umsonst, dieser Roman, dieses Buch, denn tatsächlich die Sprachlosigkeit, die physische, die setzt recht schnell ein und sie können nur noch mit dem Handy erstmal kommunizieren, solange Theo noch in der Lage ist zu tippen. Sie selbst sind Mitte der 90er Jahre aus New York nach Berlin gezogen, arbeiten als Coach, als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin. Ehefrau, Mutter, Geld verdienen, Kinder versorgen, für den Mann da sein, all das beschreiben sie auch in dem Buch. Und gleichzeitig eben den Verfall, das Fortschreiten der Krankheit mit ansehen müssen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was hat das mit Ihnen gemacht, würden Sie sagen? Ja, es war nicht leicht. Ich meine, es ist wirklich, Menschen sind faszinierend, was wir alle schaffen können. Das ist wirklich unglaublich. Und ich hatte so für mich, was es sehr schwierig war, diesen Mittelpunkt zwischen meinen Kindern, ihre Bedürfnisse, eine unbeschwerte Kindheit zu haben, zu Spaß zu haben, zu lächeln, normale Sachen zu tun, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass wir nicht immer mit meinem Mann das machen können. Zum Beispiel, wir haben Skifahren gelernt, als er noch nicht bewegen könnte, weil ich wollte, dass mein Sohn Skifahren lernen könnte. So, solche Mittelpunkte waren natürlich schwierig. Meine Arbeit liebe ich. So, ich hatte das aber fand wirklich als ein totaler Schnitt. So, tagsüber arbeite ich mit führenden Menschen, wie man sprechen kann, wie man gute Geschichte erzählen kann mit Körpersprache. Und dann kam ich nach Hause und mein Mann könnte nur mit seinem Handy tippen, mit einer Stimme von einer britischen Frau, das er runtergeladen hat. Und nachher nur mit Augensteuerung. Das war schon kompliziert. Ich glaube, Freunde sind in erster Linie total wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sprechen kann. Weil ich Freunde überall in die Welt habe, gab es immer jemand, in egal welche Uhrzeit, der wach war, mit dem ich sprechen könnte. Das fand ich total hilfreich. Meine Kinder, dieses Alltagsleben von Kindern hilft ungemein. Man steht auf, man tut was, man muss Sachen tun, das hilft. Laufen, Podcasts hören, Green Smoothies trinken, Gin and Tonics trinken, das alles, das hilft. Das Buch, das ist aber nicht nur traurig, es gibt auch durchaus hoffnungsvolle und sogar auch lustige Passagen. Es ist ein lebensbejahendes Buch, das in jedem Fall. Und es kommt zu einer Wendung, die man so nicht unbedingt erwartet, die aber von Anfang an mitschwingt. Die wollen wir natürlich hier nicht verraten. Wir hören einfach mal rein in den Beginn des Buches, Das Jahr ohne Worte von Sid Atlas. Vor Saison. Wenn man im Handy seines Partners herumschnüffelt, wird man aller Wahrscheinlichkeit nach auch etwas finden. Oder wie Dan Savage, der Autor von Savage Love, eine weit verbreitete Beziehungs- und Sexkolumne schreibt, schnüffeln ist natürlich immer falsch, es sei denn, der Schnüffler entdeckt etwas, was er wissen darf. Entdecken. Er bat mich, in sein Zimmer umzureden. Nicht um auch zu reden, sondern um zu reden. Präpositionen vor Verben bedeuten immer, es wird ernst. Wir halten beide unsere iPhones in der Hand. So sprechen wir miteinander, seit er vor 18 Monaten seine Sprache verloren hat. Er weiß noch nicht, was ich weiß, was ich entdeckt habe, aber er weiß, dass etwas nicht stimmt. Als erstes hat ALS, die amyotrophe Lateralsklerose, ihm seine Stimme genommen. Er klang zunächst, als wäre er beim Zahnarzt gewesen, dann betrunken. Schließlich grunzte er nur noch und die Kinder und ich waren die Einzigen, die ihn noch verstehen konnten. Nach seinem Luftröhrenschnitt drang gar kein Laut mehr aus seinem Mund. Ein Jahr nachdem er die Diagnose erhalten hatte, konnte er kein Wort mehr über die Lippen bringen. Die Krankheit befiel seinen Körper nicht mit den üblichen Kribbeln und Entzückungen in den Gliedmaßen. Sie attackierte als erste seine Zunge, seine Fähigkeit zu sprechen, seine Fähigkeit selbstständig zu atmen. Was er sagte und wie er es sagte, war so sehr ein Teil von Theo wie ein Plié bei einer Ballerina. Er wollte leben und sein gewohntes Leben so lange wie möglich weiterführen. Für mich hingegen sollte er ein Held sein und uns alle retten.
Und genau da fingen die Probleme an. Sid Atlas mit einem Ausschnitt aus Das Jahr ohne Worte, bei Rowohlt erschienen. Sid, Sie haben schon davon gesprochen, die große Herausforderung, trotzdem irgendwie eine Normalität, vor allem den Kindern gegenüber zu spiegeln, was dadurch auch erschwert worden ist, dass Sie unglaublich viel Personal, Pflegepersonal bei sich im Haus hatten, über 90 unterschiedliche Menschen in diesen Monaten. Und Sie schildern auch die Absurdität, was das eigentlich bedeutet, immer fremde Menschen da zu haben, wie Sie auch ganz schnell aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausziehen müssen, weil Sie auch vor lauter Geräte und Piepsereien und Personal, das rein und raus geht, überhaupt nicht mehr zur Ruhe sonst finden und probieren, sich auch selbst zu schützen. Wie schauen Sie denn rückblickend heute auf diese Zeit? Wie hat sich das Erlebte, würden Sie sagen, auf Ihre heutige Lebenseinstellung ausgewirkt? Ja, ich meine, ein ganz wichtiger Teil, weil es war wirklich, ich kann nur sagen, das Leben ist manchmal kompliziert und Beziehungen sind komplex, aber es ist auch alles wunderschön. Und ich kann das wirklich sagen, ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Und das heißt the good, the bad and the ugly. Und das ist manchmal, dass man wirklich diese schweren Momente erleben musste, damit man merkt, wenn die Wunderschöne auftauchen. Und ich kann, glaube ich, wegen dieser Verzeihung, das sehr lange gedauert habe, bis ich das wahrhaftig machen könnte. Aber dass ich das tun könnte, war eine Befreiung für mich. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich bin jetzt dieses nächste Kapitel meines Lebens. Ich bin vielleicht ein bisschen... Ich habe ein bisschen mehr Farben von den Paletten von Leben erlebt. So, es ist nicht nur die Pastelle, schöne, bunte. Ich habe von der Dunkle auch erlebt. Aber durch dieses Breite von allen Farben, ich fühle mich, dass die Welt ist bunter geworden. Und ich bin auch daran gewachsen. Das Bunte kann man auch im Übrigen auf Ihrem Buchcover sehen. Da sieht man alle möglichen Farben. Sie sprachen gerade von der Befreiung. Ist es auch eine Befreiung für Sie, dass dieses Buch jetzt, diese Geschichte erzählt ist? Es ist ja eine sehr intime, eine sehr persönliche Geschichte, die Sie da aufgeschrieben haben. Die ist jetzt in der Welt. Menschen befragen Sie dazu. Ist das für Sie positiv? Tut Ihnen das gut? Ja, es ist. Ich vergleiche sehr viel mit einem Kind, den man irgendwie auf die Welt bringt. Und im ersten Moment, man weiß nicht, was kommt. Man hat schon die Arbeit geleistet. Und jetzt, was alles kommt, ist loslassen und freuen und sehen. Und wie die Leute reagieren, die Fragen, die gestellt sind, sind total interessant für mich. So, es ist für mich jetzt eine neue Reise. Was passiert damit? Und die Reflexion und meine eigene Reflexion wieder. Ich kann noch ein Stück tiefer dann gehen. Und ich finde, ich habe es auf Englisch geschrieben, sodass es erstmal auf Deutsch kommt und dass ich das alles auf Deutsch erstmal beschreibe und lesen. Das ist auch wirklich interessant. Es ist ein bisschen distanter erstmal. So, ich habe nicht das Gefühl, dass es so persönlich ist, dass ich sofort meinen Medizinschrank aufmache und sage, guck, schau mal da rein. Es ist so ein bisschen, dass ich mich allmählich daran gewöhne, diese Geschichte zu erzählen, irgendwie in der Öffentlichkeit. Sid Atlas, dann herzlichen Dank dafür. Das Jahr ohne Worte erschien bei Rowohlt. Ja, liebe Online-Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt vier tolle Frauen und ihre natürlich starken Bücher kennengelernt mit ganz vielen sehr starken Protagonistinnen, vor allem vier Frauen und ihre Geschichten. Hinter den Geschichten mal ganz persönlich, mal aber durchaus real geschildert. Ganz zum Schluss würde ich ganz gerne noch mal in die Runde alle mit einer Frage hinausschicken, zu sich selbst finden, mit Schicksalsschlägen und zu denen, die einem das Leben so bescheren. Das ist ein roter Faden in im Prinzip allen Büchern, ob es nun die Protagonisten selbst sind oder die Autorinnen. Was gehört denn für Sie dazu? Wer möchte von Ihnen anfangen? Ich mache es, glaube ich, mal chronologisch. Stefanie. Also die Frage, können Sie die nochmal wiederholen? Die war jetzt sehr lang. Ich habe die Frage jetzt. Ja, zu sich selbst finden und mit Schicksalsschlägen umzugehen. Was gehört für Sie dazu, sich auch selbst zu finden? Ja, also für mich gehört dazu Selbstvertrauen. Und das muss man natürlich erstmal finden, das Selbstvertrauen und sich dann auch anderen Menschen anzuvertrauen. Also das sind die zwei Komponenten, die ich lebenswichtig finde.
Und das beeindruckt mich sehr. Also jetzt bei Sid Atlas, ich bin da sehr berührt jetzt gerade von der Geschichte und finde ich toll alle. Also ich fand jetzt alle sehr, sehr spannend und toll, die Gespräche. Vielen Dank. Ja, herzlich gerne. Schön, dass Sie dabei sind, Stefanie Schuster. Ich frage mal weiter, Grit Landau, dieses zu sich selbst finden, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Auch Sie haben sich in Ihrer Literatur damit sehr befasst und sicherlich auch auf die eine oder andere Art persönlich. Was gehört für Sie dazu? Ja, ja, vielleicht ist das Leben als Autor... ja, man wird gezwungen, in jede Figur hineinzugehen. Also da hilft zum einen natürlich, wenn man selbst auch schon ein Leben hat oder hatte und auch schon eine tüchtige Portion Leben hinter sich hat. Aber man wird auch zwangsläufig immer wieder damit konfrontiert. Man muss seine Empathie immer stärker ausbauen, habe ich den Eindruck. Das heißt, ich muss wirklich sagen, je länger ich schreibe, desto mehr gehen mir Sachen nach, weil halt diese Sensibilität, sich in einen anderen Menschen hineinzudenken, die wird halt permanent gefordert, sonst werden Charaktere nicht rund. Und wenn Schicksalsschläge kommen, dann, ich weiß auch nicht, ob man dann immer so leicht wieder aufstehen kann. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Aber ich muss wirklich sagen, als Autor ist man zumindest theoretisch gewöhnt, immer sehr in Geschichten und in Konflikte hineinzugehen. Ohne Konflikt keine Geschichte. Sie sprachen gerade die Empathie an und im besten Fall passiert es ja auch beim Lesen, dass man als Leserin, als Leser immer diese Empathie wird. Und das macht ja auch die Kraft des Erzählens aus, deswegen lieben wir alle Bücher und Geschichten. Christine, warum möchte ich auch ganz gerne nochmal dazu befragen, mit Schicksalsschlägen umzugehen? Und man muss ja sagen, Sie haben, und das schildern Sie in Ihrem Buch, des Öfteren ins Dunkle geschaut, so möchte ich es einfach mal nennen, Christine. Was hat Ihnen denn immer geholfen, sich da auch am eigenen Schatz auszuprobieren? Was gehört für Sie diesen Weg dazu? Das sind zwei Themen. Das eine, zu sich selbst zu finden, ist eine Sache. Und das andere ist, mit Schicksalsschlägen umzugehen, denke ich. Also zu sich selbst zu finden, hatte ich vorhin schon gesagt, man muss sich selbst ausprobieren. Und das ist leichter, wenn das Umfeld einen nicht beeinflusst. So, dass ich denke, das ist ein großer Teil, um zu sich selbst zu finden. Und mit Schicksalsschlägen umzugehen, ich glaube, es geht immer weiter. Also ich habe das vor allem in Frankreich irgendwie gespürt, dass ich das Gefühl hatte, es ist immer irgendwie, es kam eins zum anderen. Und das hat mich, es kam eins nach dem anderen. Also ich hatte oft das Gefühl, irgendwas ist zu Ende gegangen, aber es ging mit irgendwas anderem weiter. Etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Also es gibt so ein sehr banales Sprichwort, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber das ist tatsächlich so. Und dieses Vertrauen, dass es weitergeht, dass es vielleicht aber auf eine andere Art weitergeht, etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Das hat sich mir in Frankreich irgendwie, das habe ich so erlebt. Also so ging es für mich. Und ich habe einen Zugang zu Spiritualität, also auch dieses Gottvertrauen oder Vertrauen in irgendein Universum, dass es weitergehen wird. Und das habe ich irgendwie. Und das ging auch irgendwie weiter. Also bei aller Schwere und bei allem Dunklen, was ich auch hatte, es ist immer weitergegangen. Und anders, und dann muss man vielleicht einfach mutig genug sein, wenn sich ein neuer Weg öffnet, den auch zu gehen. Also so fremd oder so neu das auch aussehen mag, und einfach zu sagen, ja, mache ich. Also ich mache jetzt was anderes und so geht es nicht mehr weiter, dann mache ich was anderes. Und das ist das Einzige, was ich sagen kann zu Schicksalsschlägen. Also es geht weiter. Es geht immer weiter. Mit etwas anders durchs Leben gehen, nachdem man sowas erlebt hat, das haben wir schon so ein bisschen geschildert, aber gab es auch
Momente, in denen Sie in den verzweifeltsten Momenten gedacht haben, hey, irgendwie muss es hier weitergehen? Oder waren Sie manchmal so desperat, dass Sie sich das gar nicht vorstellen konnten? Und was haben Sie dann getan? Ja, ich glaube, ich meine, was Christine gerade gesagt hat mit Schicksalsschlägen, ich glaube, das ist, wir denken über die Schicksalsschläge falsch, weil das Schicksalsschläge ist Leben. Das gehört zum Leben. Jetzt erleben wir das wirklich mit Covid, dass alle irgendeine Art Schicksalsschläge erlebt haben. Man erlebt, was man nicht erwartet hat. Das nennt man Schicksalsschläge. Wenn es positiv ist, sagt man, oh, wie toll. Wenn es schlecht ist, sagt man Schicksalsschläge. Aber das ist eigentlich alles Leben. Und ich glaube, wenn man erstmal das begreift und das Leben und Lieben und Life and Love, das ist eigentlich so nah beieinander ist. Und ich glaube, vor allem ist dieses Selbstliebe, dass man sich selbst nicht vergisst dabei. Und das heißt nicht egoistisch. Das ist wirklich, glaube ich, die Grundform von, dass man durch alle schwierigen Zeiten gehen kann, dass man das schafft. Und das ist jetzt dieses modische Self-Care. Aber Self-Care, denkt man, oh ja, ich werde ein Mani-Pedi bekommen. Das ist nicht Self-Care, das ist ein Mani-Pedi. Aber Self-Care, dass man sich wirklich an sich selbst kümmert und pflegt, und ob das ist im Gespräch mit Freunden oder mit dem Universum oder mit sich selbst oder meditieren oder wie man das schafft. Aber ich glaube, das ist, ich habe einen Teil von alles gemacht und das hat mir wirklich viel geholfen. Ja, dann danke ich Ihnen allen für diese sehr offenen, schönen Gespräche über Ihre neuen Bücher, aber auch darüber hinaus. Danke an Sid Atlas, danke an Christine Cazan, Angrit Landau und Stefanie Schuster. Danke auch an alle Verlage, die diesen Talk möglich gemacht haben, mitsamt der ganzen Technik. Ich wünsche allen noch eine schöne, interessante Frankfurter Buchmesse, auch wenn sie in diesem Jahr mal ganz anders stattfindet als gewohnt. Hoffen wir, dass im nächsten Jahr wieder alles physisch stattfinden kann und dann auch ja, Talks in between sozusagen stattfinden. Ich freue mich jedenfalls, dass das dieses Mal so geklappt hat, dass es auch was, und bedanke mich in die Runde. Alles Gute und danke an alle, die sich eingeklinkt haben in diesen Talk. Tschüss und ciao. Danke.